Heute Vormittag feierliche Stimmung im Clubheim des 1. FC Köln. Der Fußballer des Jahres, Karl-Heinz Schnellinger, wird geehrt. Dr. Friedebert Becker, Chefredakteur der Fußballzeitung Kicker, übergibt dem Kölner Nationalspieler den riesigen Fußball. Viel Prominenz rundherum, Franz Krämer, Sepp Herberger, Dr. Peko Bauwens, Fritz Walter, Trainer Tschaikowski. Dann erhält er noch einen Ehrenring und wir wollen bei dem jungen Nationalspieler noch ein paar Minuten bleiben. Sport und Musik, das sind doch sicherlich liebenswürdige Hobbys, die der Fußballer des Jahres Karl-Heinz Schnellinger hat. Wir haben ihn hier privat besucht. Sie sollen sehen, wo er arbeitet, denn auch der Fußballer des Jahres muss arbeiten, nicht wahr, Herr Schnellinger? Ja, ich habe eine Vertretung von Geschenkartikel und Werbeartikel, die Sie hier auf diesem Regal ausgebreitet sehen. Und darüber hinaus noch eine Vertretung für Drucksachen für Industrie und Handel. Wie verbindet sich das, Arbeit und Training? Können Sie das schön einteilen? Ja, es ist sehr schwierig heute, wo man dreimal in der Woche trainieren muss, aber man findet auch Zeit zum Arbeiten. Herr Schnellinger, es ist selten, dass ein Verteidiger Fußball des Jahres wird. Sie wissen, man nimmt meist attraktive Stürmer oder einen Torhüter, der besonders gut gehalten hat. Aber Sie haben 149 Stimmen gegenüber 110 von Hans Schäfer. Herbert Erhardt hat 56 und Wolfgang Farian 48. Wo hat Ihre Laufbahn begonnen? Ja, ich habe zunächst in der Schülermannschaft von Düren 99 begonnen, habe da vier Jahre gespielt und bin dann mit 18 Jahren in die erste Seniorenmannschaft von Düren 99 gekommen. Bin 1958 zum 1. FC Köln übergewechselt, wo ich jetzt bis heute spiele. Ja, wird man eigentlich entdeckt als junger Fußballer oder geht das so regelrecht seinen Lauf? Ja, ich habe meinen Lauf durch die einzelnen Mannschaften gemacht. Ich habe zunächst in der C-Jugend begonnen, die geht von 14 bis 16 Jahre, dann in die B-Jugend, dann in die A-Jugend und dann letztlich in die Seniorenmannschaft. Sie haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsposten? Wo spielen Sie am liebsten? Am liebsten spiele ich trotzdem auf dem linken Verteidigerposten. Trotzdem sagen Sie, weil Sie ja praktisch oft schon Mädchen für alles waren. Ja, man hat versucht, aus mir einen Läufer zu machen, aber ich fühle mich doch wohl auf dem Verteidigerposten. Welches Spiel in der Vereinself war Ihnen am liebsten? Am liebsten und am schönsten war das Endspiel 1962 in Berlin, wo wir 4-0 über Nürnberg gewonnen haben. Und in der Ländermannschaft? Ja, da möchte ich die Weltmeisterschaft 1962 nennen. Ihr stärkster Gegenspieler da? Ja, in der Nationalmannschaft war es einmal Fontaine, 1958 schon auf der Weltmeisterschaft. Und 1962 hatte ich ja die sogenannte Doppelstopperrolle. Da musste ich praktisch gegen jeden spielen und ich möchte da gleich zwei nennen, Sivori und Altafini aus Italien. Ja, das glaube ich. Nun, wir sind gerade in Italien, da muss man natürlich auf die Angebote zu sprechen kommen, die ja an junge Talente wie Sie herangetragen werden. Große Summen hat man gehört, ich will da gar nicht ins Einzelne gehen. Wollen Sie so ein oder würden Sie so ein Angebot annehmen oder lieber in Deutschland? Es wurde viel geschrieben, es war die Hälfte nur wahr. Ich habe es mir reichlich überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich doch hier in Deutschland mein Geld verdienen werde und auch weiterhin in Deutschland bleiben werde. Glauben Sie denn, dass die Bundesliga und der Lizenzspieler wirklich Ihnen eine sportliche Erfüllung geben können und dass die Bundesliga wirklich einen Aufschwung im deutschen Fußball bringt? Ja, zunächst ist es für uns Vertragsspieler besser geworden. Wir kriegen mehr Geld. Das ist das Wichtigste daran. Ich glaube, ich werde auch weiterhin neben diesem Vertragsfußball auch weiterhin arbeiten, weil es trotzdem nicht genug ist, um, sagen wir mal, in Ruhe leben zu können. Und man muss ja auch letztlich an später denken. Und man kann nicht ewig Fußball spielen. Und wie es mit diesem Niveau ist auf Bundesliga-Ebene, ich weiß es nicht, ob es direkt im ersten Jahr eine wesentliche Steigerung kommen wird, das kann ich nicht sagen. Sie haben jedenfalls mit Ihren 23 Jahren schon einen sehr wichtigen, für Ihr Leben wichtigen Entschluss gefasst. Sie spielen und Sie arbeiten und das ist das, was wir alle sehr gerne haben und wir wünschen Ihnen für die nächsten Jahre alles, alles Gute, Herr Schnellinger. Vielen Dank.